Ah, dezente 93 im Sturm. Boah. So, wo sind sie denn hier? Ah, nur 89, sehr lame. Krass, und Atletico ist nicht gut drauf. Verstehe ich auch nicht. Wie haben die denn gespielt? Ich habe die spanische Liga überhaupt nicht im Blick. Ich dachte sogar, die wären irgendwie Tabellenführer mal zwischendurch. Warte mal. So. Erstmal herzlich willkommen zum 12. Spieltag der La Liga Santander. Herzlich willkommen mal wieder, Christian. Mal wieder, hallo. Und um deine Frage gleich zu beantworten, warum Atletico so schlecht drauf ist, weil die haben Moment, am 5.11., quasi Samstag, haben die 2-0 gegen Real Sociedad San Sebastian verloren. Ah. Okay. Real hatte 3-0 gegen Leganés, was auch immer, gewonnen. Mein Spanisch ist nicht so gut, merke ich immer wieder. Ich kann übrigens auch gar kein Spanisch. Ich könnte mir ein Bier bestellen, das habe ich in der letzten Folge schon beeindruckend unter Beweis gestellt. Aber Una egal. cerveza, por favor. Genau, na, una cerveza grande, por favor. Grande. Hast du fertig gedrückt, oder? Hallo. Ich drücke jetzt fertig. Weil. Ich möchte nicht in diesen attraktiven lila Trikots spielen. Ach so, Moment, die spielen immer so. Muss ich jetzt, du nimmst weiß und ich. Passt so, Nee, warte oder? mal, ich glaube, ich nehme schwarz lieber, oder? Ich weiß es nicht. Na, mach ruhig weiß, oder? Meinst du, das sieht man so gut? Ja, ich meine, ich glaube, die haben zum Champions League-Finale auch so gespielt, aber wie es auf meinem Fernsehen jetzt ist, kann ich hier, weiß ich Ach nicht. komm, wenn du das so möchtest, dann mache ich das natürlich. Ja. So, 12. Spieltag haben wir gesagt. Ich check noch mal eben die Die Tabelle. sind alle, aber die komplette Mannschaft ist nicht in Form. Alle. Sogar Ich der Torwart. sage dir, dass Platz 1 Real Madrid gespielt von mir gegen Platz 4 Atletico Madrid gespielt von dir antritt. So. Und bei mir ist Bale ganz gut drauf mit 92 Punkten. Ach Mensch, na, das ist doch mal. Ronaldo die bekannten 94. Ja, und der Rest sieht eigentlich auch ganz stattlich aus. Soll das denn ausgehen? 8-0 oder Naja, was? komm, Nee. du hast einen Griezmann, der hat auch mal schlappe 88 Punkte, glaube ich. Na, jetzt hat er 86. Na, das ist natürlich dünn. Da hast du dann doch keine Chance. Also, ich guck mal. Ich Woran dran? hab übrigens keine Ahnung, wer jetzt hier verletzt ist und wer nicht. Ich glaube, Kroos hat sich, glaube ich, jetzt irgendwie für die Länderspiele abgemeldet. Aber ich will jetzt auch keinen Mist erzählen. Wir lassen es einfach so. Also, die sind alle nicht so gut im Antritt. Keine Sprinter dabei. Ja, du darfst nicht vergessen, dass du dann auch noch so eine Kanone wie Torres bringen kannst. Also der Morata, der Morata ist auch ganz gut drauf. Der hat hier schon eine 85er Wertung. Das ist ja derb. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja derb. Aber ich lasse das jetzt. Ich lasse erstmal Benze drin, wenn der nicht Was? springt. Ach, ich kann schon wieder nichts machen, Alter. Verdammt. Und was ist jetzt dein Tipp? Mein Tipp? Oh, ich finde es schwer. Ich glaube, die Derbys sind äußerst brutal. Atletico ist ja sowieso so eine raue Truppe, glaube ich. Und Wird auch so reingehen. ich sage tatsächlich, dass Atletico gewinnt. Ich sage mal 2-1 für Atletico. Okay. Im Naja. Estadio Vicente Calderón. Sag mal 3-1. Für Ja. Real, okay, gut. Nur weil bei dir alle rote Pfeile haben. Nee. Nicht. Nee. So mein Gefühl. Wenn ich Ronaldo sehe, muss ich irgendwie immer daran denken, dass er eh immer gewinnt. Doch Hat er so. jetzt auch verlängert irgendwie, glaube ich, mit Ja, bis. Real. Er würde auch bis 2026 verlängern. Dann würde er bis 41 bei Real spielen. Naja, wie viel verdient er jetzt? 8 Milliarden im Jahr? Weiß man nicht. 20 Millionen oder so pro. Spiel. Ich weiß es nicht. Ah, Marcelo denkt sich, nö, da gehe ich nicht mehr hin. Ich so. Aha.
Das habe ich jetzt tatsächlich nicht kommen sehen. Hä, hey, was war denn da jetzt so eine Ecke? Ich weiß es nicht. Ah, cool. Ich köpfe also mit Ronaldo Benzema an. Kann man auch mal so machen. Hör doch mal auf, auf deinen Laptop einzudreschen. Das macht dir Klänge. Ah, mach's. Alter. Mach ich gar nicht. Das war ein Oh mein Gott. Ich wollte eine Schusstäuschung machen, aber das hat nicht so gut geklappt. Mach das öfter. Die Krönung wäre gewesen, wenn der sich einfach reingedreht hätte. Alter. Ich glaube, dann hättest du. Schnörkel nach innen. Ich glaube, dann hättest du auch direkt das Spiel beendet. Na, ich hätte auf jeden Fall echt gut Blutdruck bekommen. Komm rennen! Carrasco! Dann mit Carajo! Hätte doch mitlaufen können. Ja, aber er ist nicht so gut drauf, das musst du auch verstehen. Heißt das so automatisch, ach Trainer, ich habe keine Lust heute, ich bin müde. Ach, warum Alter. Nimmt er den mit rechts? Weil er Oblak heißt. So, du meinst sein. Ja, durchaus. Los, Ronaldo! Ach. Ey, Ronny. Die Spieler, die sind einfach nur übelst stark. Übelst groß und... Übelst schnell. Komm, wir haben das Spiel doch letztens schon mal ausgefochten. Da habe ich mich auch nicht so... Oh, das... Hatte ich aber kein Laptop auf dem Schoß. Ah, warte mal, was mache ich jetzt für einen Move nochmal den? Bleib mal ganz sachte, mein Freund. Bale. Noch Bale. Ballet. Aber... Das war übrigens diese neue Schusstechnik. Hast du die schon mal ausprobiert? Nee. Zweimal Kreis. Also quasi, aufladen und dann nochmal Kreis und dann macht er den flach. Eigentlich dachte, das geht mit. Ach so. Was sonst mal mit LT war oder so. Das ist, den gibt's auch noch. Das ist dann, glaube ich, so Vollspannschuss. Oh, da hast du mich aber ganz schön alt aussehen lassen. Alter, ey. Lass mal auf den Schock klarkommen. Mal rein. Mal rein, komm. Mist, ey. Ist halt auch schon was anderes, wenn du sonst mit Dresden spielst, ne? Da habe ich, der Altersschnitt meiner Dresdner Mannschaft ist, glaube ich, 18 Jahre, weil ich immer nur scoute. Die haben, oh, fuck. Und die haben halt alle nur so eine um die 60er Wertung, die besten jetzt Mitte 70. Ja. Das ist schon was anderes, wenn du dann hier mal so eine 94 am Hebel hast. Das ist wahr. Kannst du eigentlich machen, was du willst, ne? Ja, ein bisschen tricksen. Vielleicht solltest du mal tricksen, Christian. Ah, geil. Scheiß. Hast du mal angeschossen? Der Toni! Hm? Na, Toni Kroos? Dabei, ja. Ach! Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, du Wichser, ey. Du Arsch, Alter. Alter, wie geil. Dieses Lachen noch hinterher geschossen kam, ey. Ich hab einfach nur gedacht, mit Groß probierst du es einfach mal und die zählt es echt auch noch als Eigentor. Das ist natürlich eine bittere Pille. Oh man. Sorry. Das Lachen ist schon so ist gemeint, wie es rüberkommt. Das sind schon die richtigen Emotionen, ich weiß schon. Mein, für sowas fresse ich dann meistens auch eigentlich direkt ein Gegentor. Aber Ronaldo ist noch blass geblieben.
Aber oh, der lässt doch hier mal einen gucken. Ah, scheiße. Schade. Boah. Mach's es. Strafraum unter Dauerbeschallung. Das war abseits, mein Freund. Das ist abseits. Juan Fran. Das war so unnötig, das Tor. bisschen schon, muss ich zugeben. Ach. Was ist denn hier los? Tiki-Taka. Jetzt reicht's langsam. Ach, Junge! Ah. Krüppel dich weg, du. Alter, das macht er nicht wirklich! Fuck, das war gar nicht gewollt. Das war als ob. Hoffentlich hat er einen Oberschenkelbruch oder so. Weber C. Ja. Besonders. Dafür müsst ihr dir jetzt eigentlich schön einen reindingeln. Nee. Hier, zack. Er ist immer noch im Spiel, es ist doch nicht. Ja, komm. Ja. Oh. Pfeif doch einfach ab, die scheiß Halbzeit. Die scheiß Halbzeit. Ah, groß nochmal. Alter, was hat denn der für einen Schuss drauf? Na, ich mach einfach rein. Boah, Alter. Christian, was sagt der Puls? Ja, echt. Belastung. Meine 200 Fans gehen auf alle Fälle ab. Krasser Scheiß, Alter, sind die krass. Mit einem Schuss, Christian. Ups, ein Schuss. Nicht mal aufs Tor. Musst dir auch eingestehen, so wird's nichts. Ja, ich komme jetzt nicht. Hier dein Turbo-Trio vom Tor rumhängt. BBC. Großen Spaß, zweimal aufs Tor schießt und ja, er ist natürlich drin. Ich habe jetzt mal Morata eingewechselt, weil Benze ist ja ziemlich blass geblieben. Ja, es trifft eher jetzt, also das Orakel ist eher für deinen Tipp, ja. Möchte man an dieser Stelle festhalten. Wen bringst du denn jetzt? Fernando Torres. Die mal nicht schlecht drauf sind. Torres, mit denen habe ich ja, als wir das mal gemacht haben, ja fast den Ausgleich erzielt, aber es war ja nur Pfosten. Das. Nico Gaitan. Alter, wäre er fast gewesen. Ja, fast. Nahezu oh, was ist denn hier los? Alter. Schüsschen. Du hast jetzt schon genauso oft aufs Tor geschossen wie in der ersten Halbzeit. Zack. Alter! Jetzt hast du deine Torschussquote schon um 100% gesteigert.
reicht's langsam, ja? Ist gut jetzt. Wollen wir mal rein? Hunger. Na, wenigstens mal keine Ecke. Ah, siehst du, El Minio ist schon voll im Spiel. Ja, vielleicht hätte ich es von vornherein so machen müssen. Oh, ist auch eher ein mutiger Pass gewesen. Ach, Junge. Weißt du, wenn ich halt mit diesen 5 Tricksternen von Ronaldo auch nur irgendwas anfangen könnte. Das ist schon 8-0 stehen. Ja, mindestens. Ja, hier, schön hier, L2-R2 Dribbling, geil gemacht. Und dann irgendwie ist die Luft auf einmal raus. Ich brauche Eier. Ja, hol sie dir doch. Ein Tor. Hallo! Was liegen? So aber nicht. Kackes. Mensch, Mensch, Mensch. Groß, Junge! So, Alex ist mal kein Schuss, der sofort drin ist. Ich werde das mal mit Ronaldo probieren. Ich werde mal Ronaldo umgrätschen. Ah, das war kacke. Hast du übrigens schon gemacht, so ist es ja nicht. Alter! Was machen die denn da? Was ist denn das für eine Scheiße? Da ist er, Christian. Wieso guckt der mal, wohin der gegrätscht hat? Vor allem, wie er auch jetzt zum Schuss ausholt und dann ihn nur so reinrollert. Das ist so kacke hier in FIFA, ey. Alles kacke. War sonst nie so. Das war auch noch abseits. Alter, ey. Da lag übrigens schon wieder jemand von dir. Ja, ich meine, sowas musst du dann halt auch nicht machen, zwingend. Oh, Depp, Depp, Depp. Wer war das? Weiß man nicht. Möchte ich nochmal sehen. Ich weiß, es ist bitter für dich, aber es war schon irgendwie geil. Ja, hat sich gelohnt. Ja, dann bei unserem Zweitliga-Kracher machst du mich dann nackig. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Ah ja, mach nur deine Tricks. Na, du wolltest doch eine Show. Damals, da hatte ich noch Freude. Ja, klar. Das ist ein Derby, da geht's. Alter, was? Raus damit, jawoll. In der 80. mache ich mein erstes Foul und flieg vom Platz. Das macht die 5 Tore doch viel, macht das doch einfach wieder weg. Das ist doch super. einfach umgelatscht. Du führst 5-0 und nimmst dir dieses Recht, nicht einfach wegzulatschen. Es ist ein Derby. Es ist ein Derby. 5-0 Derby.
Also so wird es definitiv nicht ausgehen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 3-0 vielleicht. Ach, James ist irgendwie auch platt bei mir. Oh Mann. Alter, ich krieg ja nicht mal den Ball. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wie ist denn abseits, Junge? Bauch. Alter. Hä, das soll abseits gewesen sein? Alles abseits. Alles gekauft. Na doch, hat er recht. Ja, das war eher uncool, Ronaldo. Hier so eine Sachen, was passiert sonst nie? Ich glaube, ich bin raus für die Partie. Und dann. Und das ist auch noch auf Kamera. Also Christian, aber komm, das war schon irgendwie geil gemacht. Das war gemacht. Schon super. Guck mal, hast du noch umgelatscht. Fällt da einfach um. Naja. Glückwunsch, Junge. Wir haben gesagt, wenn du eine Packung kriegst, dann liegt es an der ungünstigen Position deines Mikrofons. Laptop. Laptop. Christian hat nämlich seinen Laptop auf dem Schoß. Und ist deswegen extrem gehemmt. Pfeife ab, ich will nicht mehr. Junge. Du gehst zum HSV jede Woche, ey. Unglaublich. Unglaublich. Was ist denn da los? Jetzt erlöst er dich, Christian. Super. Ein 3-0 hätte auch gereicht, aber gut. So war es dann halt ein bisschen deutlicher. Für 6-0-Bude. Vor Halbzeit 3 Tore. Okay. Ja, aber war dem Spielverlauf auch entsprechend. Ja, ich weiß auch nicht. Also meine Spieler oder ich hab's nicht hinbekommen, irgendwie meine Aktion zu bringen. Gut, also du sagst 3-1 Real, ich sag 2-1 Atletico. Und das Orakel sagt 6-0 für Real. Mal schauen. Oh, ich bin gespannt, was rauskommt. Christian holt sich jetzt erstmal ein Bier. Und, soll ich machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.